Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren Videoblog. Und zwar befinden wir uns am letzten Tag des Summer Sales von meinem Sponsor GamesPlanet.com. Wenn ihr also Bock habt, mich zu unterstützen oder eben auch den Sponsor, aber natürlich in erster Linie mich, dann klickt einfach auf den Link unten in der Beschreibung, Infobox Summer Sale bei GamesPlanet.com und schaut euch an, was es da für geile Spiele gibt. Heute ist der letzte Tag, das heißt, wer noch nicht geguckt hat, wer noch keine Spiele sich gekauft hat und Interesse hat, heute ist der letzte Tag des Summer Sales. Ihr könnt natürlich auch morgen oder an jedem anderen Tag euch da Angebote reinziehen, aber am Summer Sale ist natürlich, oder im Summer Sale ist natürlich das Angebot am größten und am besten. Gibt viele preiswerte Spiele, von daher schaut euch an. Wäre cool, wenn der eine oder andere noch Bock hätte, da was zu kaufen. Aber ich möchte mich hier nochmal bedanken bei allen, die jetzt schon was gekauft haben, weil es waren doch ziemlich viel, also mehr als ich gedacht hätte. Von daher, da schon mal vielen Dank, vielen, vielen Dank. Waren über 10 Spiele, bis jetzt sind es, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, 13. Ich weiß nicht, wie schnell da diese Anzeige daherkommt. Ich kann nicht sehen, wer was gekauft hat, nur was gekauft wurde. Also keine Angst, ist alles anonym. Auch keine Angst haben, dass man sieht, dass ihr Barbie gekauft habt oder so. Ist überhaupt gar kein Stress. So, also vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben und danke an die, die es noch machen. Und natürlich auch danke an alle, die in Zukunft vielleicht mal das ein oder andere Spiel über GamesPlanet kaufen und über meinen Link, so dass das halt für mich quasi gewertet wird. Und heute am Sonntag gibt es ein sogenanntes Best-of. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, gibt es einfach die geilsten Spiele, die es die ganze Woche über gab im Summer Sale an den einzelnen Tagen, gibt es jetzt nochmal. Auf einmal dabei ist zum Beispiel Total War Rome 2 Emperor Edition für 11,99. Monkey Island, wann war denn Monkey Island dran? Ja, Monkey Island 1 und Monkey Island 2 gibt es jeweils für 2,49 €, also total preiswert. Wer also total nostalgisch unterwegs sein will, kauft sich mal Monkey Island. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die Spiele nie gespielt, als ich jung war. Dann habe ich später mal Monkey Island 1 angespielt und habe mir so gedacht, what the fuck? Wo ist denn bitteschön die Faszination an diesem Spiel? Ich fand, also erstmal, es liegt nicht an der Grafik. Ich mag die Grafik, ich mag diese Oldschool-Grafik, die finde ich immer richtig geil bei solchen Spielen. Und ich habe zum Beispiel auch Baphomets Fluch damals durchgespielt. Das ist schon ein bisschen älter, aber vom Prinzip her ist es natürlich auch ähnlich. Point and Click etc. 2D, gezeichnete 2D-Grafik. Und ja, Baphomets Fluch fand ich super mega geil. Aber Monkey Island, ich glaube, ich komme einfach mit dem angeblichen Humor nicht klar. Ich finde es überhaupt nicht lustig. Was da geschrieben wurde, war überhaupt nicht mein Ding. Ich glaube, ich bin auch gleich am Anfang nicht weitergekommen oder so. Es ist jetzt auch wieder ein paar Jahre her, dass ich gespielt habe, aber ich fand es überhaupt nicht geil, Monkey Island 1. Wahrscheinlich fehlt mir einfach der nostalgische Faktor und wie gesagt, ich fand es auch einfach nicht lustig, muss ich zugeben. Von daher, ja, aber Monkey Island Special Edition 1, Monkey Island Special Edition 2, gibt's alles. Bioshock ist wieder dabei, Bioshock Infinite, XCOM 1, XCOM 2, Dark Souls 1 bis 3 ist dabei, Fallout, kann man sich wieder Fallout 3, Fallout 4 etc. holen. Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes, Metal Gear Solid The Phantom Pain, 17,99 € und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge an Spielen, nochmal als Highlight, die über der Woche verteilt schon dran waren. Ich weiß nicht, ob die jetzt sogar nochmal billiger sind. Keine Ahnung, habe ich darauf geachtet. Gibt natürlich auch wieder Skyrim, Assassin's Creed, SimCity 4 zum Beispiel, Anno 1404 für 3,75 €, Königsedition, Tropico 5, Total War Attila, Total War Shogun 2, Batman, Arkham Knight, Batman Premium Edition, alle Batman-Spiele, Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry Primal, alles ist dabei. Also schaut euch einfach mal an, ich will das Video nicht zu lange werden lassen, ist ja nur ein Best-of. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß, ich hoffe, ihr findet vielleicht noch das ein oder andere Spiel. Wenn nicht, trotzdem vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Wie gesagt, mein Gewinnspiel läuft noch bis Ende nächsten Dienstag und dann gibt es hoffentlich nächsten Mittwoch oder spätestens nächsten Donnerstag die Auslosung und die Gewinner. 6 Keys werden verlost, schaut euch dann noch einmal das Video an. Und ja, das war's eigentlich schon. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.